So oft ich in diesen Zeiten durch den Hunsrück fahre, kommen zahlreiche Baustellen im Wald ins Blickfeld. Überall wird die Natur mit Hochspannungskabeln für die Windindustrie durchzogen. Ich passiere den Windpark Mastershausen im Rhein-Hunsrück-Kreis, aber der Ort ist hier eigentlich egal. Doch heute fällt mir etwas auf. Am Fuß eines der rund 13 Windräder liegt etwas auf dem ansonsten glatten Ackerboden. Ich unterbreche meine Fahrt und nähere mich zu Fuß der Stelle. Ein Greifvogel liegt unterhalb eines der dortigen Windräder. Die Rotorgeschwindigkeit ist an diesem Tag besonders schnell. Ich messe etwa 16 Umdrehungen pro Minute. Ich beschließe, das Tier veterinärmedizinisch untersuchen zu lassen. In Simmern treffe ich die Tierärztin Dr. Christiane Pries, der ich den toten Wildvogel übergebe. Mit fachkundigem Blick und einfühlsamen Händen untersucht sie das Tier. Auch die Mitarbeiterinnen in der Praxis sind interessiert, denn bisher sind solche Fälle eher nicht bekannt geworden. Schon mal hier das Auge fehlt komplett. Ja, das fehlt und da ist die Verbindung zum Ohr irgendwie, da ist alles rausgeschlagen. Also das ist auch nicht, das sieht nicht aus wie eine Verletzung durch ein Raubtier oder durch irgendeinen anderen Vogel. Das sieht wirklich so aus, als wenn das rausgeschlagen worden wäre. Der ganze Knochen fehlt auf der Seite rüber. Man kann den Finger hier reinlegen und hat überhaupt keine knöcherne Grundlage mehr. Das heißt, hier an der Seite, wo normalerweise der Schädelknochen ist, ist eine einzige Kerbe. Ihr merkt das, ne? Wenn ich so fühle, das ist also, gibt nach. Ja. Also das heißt, diese ganze Achse zwischen Auge und Ohr hier seitlich am Schädel ist wirklich wie mit einem Hammerschlag hier seitlich weg. Oder wie mit einer Axtkerbe, so muss man sagen. Also das ist schon fast unmöglich, dass das von einem Auto gekommen wäre. Das wird vom Windrad sein. Das kann eigentlich gar nichts anderes sein. Das ist wirklich offensichtlich. Sind sonst am sonstigen Körper noch Dinge feststellbar? Auffälligkeiten? Also das Tier hat einen eigentlich recht guten Ernährungszustand. Der Brustmuskel ist gut ausgebildet, also der konnte offenbar noch gut fliegen. Ist das Tier jung oder älter? Das kann ich so nicht beurteilen. Was ist es denn überhaupt für ein Tier? Tja. Bussard oder Habicht? Ich bin kein Jäger. Ich kenne mich da nicht so. Wahrscheinlich am ehesten Bussard, ja. Aber dann noch ein junger, oder? Ja, ich denke eher jung. Also ein Falke ist es mir nicht. Nee, dafür ist er auch zu groß. Schon fast wieder. Ich würde sagen, ein Bussard. Mhm. Die Schwingen sind heil, da ist nichts kaputt. Sind auch nicht ausgekugelt, also die sind ganz normal ausgebildet, die Flügel. Also ist der Schlag gegen den Kopf erfolgt? Ja, davon kann man ausgehen. Und zwar mit einer ganz massiven Heftigkeit.
die Verletzung. Also entzündet ist da nichts. Das sind alles Verletzungen, die nach dem Tod entstanden sind. Also sind eindeutig keine Verletzungen, die vorher bestanden haben. Also das scheint auch hier eine zu große Laxizität zu haben. Da ist anscheinend auch ein Genickbruch noch erfolgt. Also eins ist sicher, das Tier ist sofort tot gewesen. Ja. Nee, da weiter unten ist nichts. Also hier ist eine großflächige Fleischverletzung. Auch das sieht wieder überhaupt nicht aus wie durch irgendein Raubtier entstanden. Da ist wirklich die oberflächliche Haut wie abgeschnitten. Und das Genick selber ist nicht mehr fest. Das ist gebrochen. Ja, man kann das hier schön sehen. Das ist also keine knöcherne Verbindung mehr da. Ist ein Bussard, ne? Ja. Der habe ich da vorne auf der Brust diese Streifen mehr. Ja. Na guck mal, also die sind ja gerne so in den Flaumen unter den Flügeln, irgendwelche Federlinge. Mann, wie ist das mit Parasiten oder sonstigen Krankheiten? Also vom Durchmustern nicht einer zu finden. Also ein absolut gesundes Tier scheinbar gewesen. Mhm. Also das ist eindeutig durch das Windrad, kann man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen. Also ein absolut gesundes Tier scheinbar gewesen.